Universitätsstadt Marburg an der Lahn. Hier befindet sich die von Landgraf Philipp 1527 gegründete Universität gleichen Namens. Das zentrale Entwicklungslaboratorium für Elektronik der Universität ist die Geburtsstätte des AMSAT-OSCAR-10-Satelliten. Hier sind Wissenschaftler und Techniker, die überwiegend Funkamateure sind, unter der Leitung von Dr. Karl Mainzer, DJ4ZC, damit beschäftigt, den Satelliten zu planen und zu bauen. Ulrich Müller, DK4VW, bei Testarbeiten am Sensorelektronik-Unit. Abgleich des Endstufenmoduls. Ein neuartiges Modulationsverfahren erhöht den Wirkungsgrad der Transponder gegenüber bisher bekannten Systemen um den Faktor 3. Wilfried Gladisch bei Konstruktionsarbeiten an der sternförmigen Struktur des AMSAT-OSCAR-10-Satelliten. Die Herstellung des Treibstoffdoppeltanks für das Flüssigkeitstriebwerk wird hier mit einer numerisch gesteuerten Drehmaschine vorgenommen. Es findet eine Aluminium-Mangan-Legierung Verwendung. Der Tank besteht aus Sicherheitsgründen aus drei Teilen, um zu garantieren, dass in einem Undichtigkeitsfalle die beiden Treibstoffe, und zwar unsymmetrisches Dimethylhydrazin und Stickstofftetroxid, nicht zusammenkommen, was unweigerlich zu einer Explosion führen würde. Bevor die Einzelteile des Tanks verschweißt werden können, müssen sie sorgfältig gereinigt werden. Schmutzpartikel könnten sonst im Treibstoff zur Störung des 400-Newton-Triebwerks führen. Mit einer speziellen Schutzgasschweißung werden die einzelnen Teile des Tanks miteinander verbunden. Auch diese Arbeiten werden von einem Spezialisten vorgenommen, der normalerweise für die Kernforschung arbeitet und über ein entsprechendes Befähigungsdiplom verfügt. Die anschließende Dichtigkeitsprüfung wird von Konrad Müller und Dr. Karl Mainzer vorgenommen. Zu diesem Zwecke wird der Tank mit Isopropylalkohol gefüllt und mit 40 Bar abgedrückt. Isopropylalkohol verwendet man, weil der Originaltreibstoff zu explosiv und zu toxisch ist. Werner Haas, DJ5KQ, bei der Transponderentwicklung. Die Transponder dienen dazu, die Signale von der Erde zu empfangen und verstärkt auf einer anderen Frequenz wieder auszusenden. Mod L gestattet bis zu 300 Gespräche gleichzeitig. Karl-Heinz Linker führt einen Drucktest für die Heliumflasche durch. Er erreicht einen Prüfdruck von über 1000 Bar. Die Flasche wird später mit 400 Bar Helium gefüllt. Das Gas ist nötig, um die Tankflüssigkeiten in das Apogeumstriebwerk zu drücken. Der hohe Prüfdruck der Flasche wurde erreicht, indem eine handelsübliche Flasche mit einer hochfesten Kohlefaserumwicklung versehen wurde. Eine Entwicklung der DFVLR Braunschweig. Der Satellit in seiner endgültigen Form im geöffneten Zustand. Nun werden Antennenabgleicharbeiten durchgeführt. Durch Längenveränderung der Elemente werden die Fußpunktwiderstände exakt eingestellt. Die Helix-Empfangsantenne für 23 cm wird montiert. Ebenfalls Helix-Antennen stellt Konrad Müller her. Diese Antennen sind jedoch für terrestrische Anwendung vorgesehen, und zwar für die Kommandostationen am Boden. Jeweils vier solcher Antennen bilden eine Gruppe und haben einen Gewinn von 20 dB. OSCAR 10 ist ein spinnstabilisierter Satellit. Er wird sich später im Weltall mit 35 Umdrehungen pro Minute drehen. Aus diesem Grunde muss eine Auswuchtung des Satelliten vorgenommen werden. Die Auswuchtung in dynamischer und statischer Richtung geschieht hier ähnlich dem Vorgang beim Auswuchten eines Autoreifens. Es müssen entsprechend der Unwucht Bleigewichte angebracht werden. Insgesamt wurden 3 Kilogramm Gewichte verarbeitet. Die Auswuchtmaschine wurde speziell für das Projekt von AMSAT Deutschland entwickelt. Werner Haas, DJ5KQ,
unterzieht die von ihm gebauten Transponder einem Temperaturtest. Es wird ein Temperaturbereich von minus 20 Grad Celsius bis plus 60 Grad Celsius durchfahren. Das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Forschung in Garching. Hier soll ein Schütteltest für den AMSAT-OSCAR-10-Satelliten durchgeführt werden. Das Innere der Integrationshalle im Max-Planck-Institut. Im Hintergrund ein Forschungssatellit des Institutes. OSCAR-10 wird nun in flugfertiger Version integriert, um ihn nach der Fülloperation der Tanks auf dem Schütteltisch zu montieren. Der Schütteltest ist eine Simulation der während des Starts entstehenden Erschütterungen. Die Betankung geschieht auch hier mit Isopropylalkohol, der in der Konsistenz dem späteren Treibstoff UDMH und N2O4 entspricht. Auch die Heliumflasche wird hier auf den erforderlichen Druck von 400 Bar aufgepumpt. Dick Daniels, W4PUJ und Wolfgang Müller von MBB führen diese Operation durch. An dieser Stelle sollte darauf hingewiesen werden, dass es sich um ein internationales Projekt handelt, unter Mitwirkung der Universität Budapest, der AMSAT Südafrika, der AMSAT US sowie der AMSAT Deutschland in Verbindung mit der Universität Marburg. Der Satellit wird nun auf den Schütteltisch montiert. Messfühler werden am Satelliten angebracht und mit dem Computer des Schütteltisches verbunden. Das Klempband wird festgezogen und nach dem Entfernen der Schutzpanels für die Sonnenzellen kann der Test beginnen. Letzte Besprechung zwischen Karl Mainzer, DJ4ZC, sowie Jane King, W3GEY, vor dem Test. Der Computer sowie die Aufzeichnungsgeräte des Schütteltisches. Alle Frequenzen sind vorprogrammiert und der eigentliche Schüttelvorgang läuft vollautomatisch ab. Der Schütteltest hat begonnen. Zunächst wird ein Frequenzspektrum durchfahren, bei dem Struktur und Antennen in Eigenresonanz geraten. Dadurch entsteht eine starke Belastung des gesamten Satelliten. Es folgt ein Test mit statistischem Rauschen, das alle vorkommenden Frequenzen einschließt. Ein Aufenthalt in dem Messraum ist nur mit einem Gehörschutz möglich, da der Schüttelvorgang einen unerträglichen Lärm verursacht. Die Messungen werden nach Umbau des Schütteltisches in den beiden Achsen des Satelliten durchgeführt. Inzwischen hat OSCAR-10 eine Reise nach Amerika angetreten und mit ihm das Integrationsteam. Wir sind hier bei der NASA im Goddard Space Flight Center in Washington, D.C., um den Satelliten einem thermischen Vakuumtest zu unterziehen. Dieser Test stellt hohe Anforderungen an die Elektronik des Satelliten. Das Gebäude, in dem die Vakuumkammer installiert ist. Das Besucherzentrum der NASA mit einigen Raketen aus der Vergangenheit. Hier befindet sich auch der Pavillon der AMSAT US. Alle Arbeiten, die von der amerikanischen AMSAT stammen, wurden in diesem Gebäude durchgeführt. Gordon Hartman, ZS1FE, bei Integrationsarbeiten. Der Satellit muss sich auch hier im flugfertigen Zustand befinden, bevor er in die Vakuumkammer verbracht wird. Karl Mainzer und Jorge Ordonez bei Detailbesprechungen. Jorge ist aus Argentinien und er hat an dem Projekt als Mechaniker mitgearbeitet. Dokumentationsarbeiten von Wilfried Gladisch. Jane King, W3GEY, bei Reinigungsarbeiten. Eventuelle Schmutzreste können sich sonst im thermischen Vakuum auf die Sonnenzellen niederschlagen. Da der Solargenerator sehr empfindlich ist, muss für äußerste Sauberkeit gesorgt werden. Selbst die Befestigungsdurchführungen müssen absolut sauber sein. Marie Mahr von der amerikanischen AMSAT-Gruppe kümmert sich darum. Die Klimakammer. Der Satellit wird nun mit aller Vorsicht in die Klimakammer eingefahren. Es wird ein etwa einwöchiger Test folgen, weil ein Temperaturbereich von minus 20 Grad Celsius bis plus 60 Grad Celsius durchfahren werden soll.
Temperaturänderungen am Satelliten erfolgen wegen der fehlenden Lufthülle nur sehr langsam, da nur die Strahlung wirksam wird. Daher dauert es sehr lange, bis auch die letzten Teile im Innern des Satelliten die gewünschte Temperatur erreicht haben. Nach dem Schließen der Tür beginnt nun der Test. Oskar 10 ist über die allgemeine Barke mit der Empfangskontrollstation verbunden. Die Übermittlung aller Messwerte des Satelliten geschieht über ein Computersignal von 400 Bit pro Sekunde. Nach erfolgreicher Beendigung des Testes sind wir inzwischen in Südamerika. Der Flughafen von Cayenne in Französisch-Guayana. Ankunft aller Raketenteile sowie der Nutzlasten mit speziellen Frachtmaschinen. Es ist Regenzeit in Guayana und die Luftfeuchtigkeit beträgt 100% bei nahezu konstanter Temperatur von 30 Grad Celsius. Wir sind im Regenurwald des Amazonas. Die obere weiße Kiste beinhaltet Oskar 10. Der Transport erfolgt per LKW über die Straße in das etwa 70 Kilometer entfernte Kourou. Das Startgelände in Kourou. Hier hat man den Urwald gerodet und ein großzügiges und weiträumiges Weltraumzentrum erstellt. Das Gebäude S1, in dem die Integration der Nutzlasten beginnt. Eine der täglichen Koordinationsbesprechungen. Sicherheitsleute, Raketenspezialisten sowie die Verantwortlichen der Nutzlasten diskutieren über den Tagesablauf. Der Clean Room im S1-Gebäude. Nun ist es nötig, spezielle Schutzkleidung zu tragen. Die endgültige Montage von AMSAT Oskar 10 beginnt. Die Arbeiten beginnen mit dem Aufbringen der thermischen Beschichtung auf die Außenhaut des Satelliten. Diese Maßnahme garantiert später im Weltall eine gleichmäßige Temperatur im Innern des Satelliten. Dick Daniels, W4PUJ und Gordon Hartmann, ZS1FE, bei der Durchführung dieser Arbeit. Wolfgang Müller von MBB Lampolzhausen und Dick Daniels füllen nun die Tankdruckflasche mit Helium auf 400 Bar auf. Konrad Müller bereitet in der Zwischenzeit den von ihm gebauten konischen Adapter vor. Ein Interview zwischen DJ4ZC und dem Fernsehen Television Cayenne. Die Demonstration der späteren Trennung im Weltraum zwischen Oskar 10 und dem konischen Adapter. Werner Haas, DJ5KQ, gibt einen Einblick in die einzelnen Arme des noch geöffneten Satelliten. Die Beschichtung des Satelliten mit selbstklebenden Folien unterschiedlicher Reflexion und Wärmeleitfähigkeit wird fortgesetzt. DK4VW an der Unterseite des Transponderarmes. Der Startturm der Ariane-Rakete sowie das Weltraumzentrum von Kourou in Französisch-Guayana aus der Vogelperspektive. Das Innere des Startturms. Hier wird später die Ariane-Rakete montiert. Links die erste Stufe der Ariane. Sie ist 18,4 Meter hoch bei einem Durchmesser von 3,8 Metern. Die vier Viking-Triebwerke verbrauchen bei einer Brennzeit von 145 Sekunden je Sekunde eine Tonne Treibstoff, und zwar UDMH und N2O4. Sie bringt bei einem Schub von 2445 kN die Nutzlast bis in eine Höhe von 25 Kilometer. Die zweite Stufe der Ariane hat eine Höhe von 10,4 Metern bei einem Durchmesser von 2,6 Metern.
Die 34 Tonnen Treibstoff gestatten dem Antriebsmotor eine Brennzeit von 132 Sekunden bei einem Schub von 713 kN. Die Trennung der zweiten Stufe erfolgt in 90 Kilometer Höhe. Ankunft der dritten Stufe der Ariane mit einem Spezialtransportflugzeug aus Europa auf dem Flughafen in Cayenne. Die Qualifikation der Turbopumpe für das Triebwerk der dritten Stufe war erst kurz zuvor erfolgt. Bei dem vorhergegangenen Start hatten Probleme mit dieser Turbopumpe zum Absturz der Rakete L5 geführt. Verständlicherweise war die Aufregung groß. Wird es dieses Mal klappen? Die komplette dritte Stufe wird nun aus dem Flugzeugrumpf auf einen Spezialtransporter geladen. Transport erfolgt über die Straße von Cayenne nach Kourou. Ankunft der dritten Stufe in Kourou am Startturm. Mittels Kran wird die dritte Stufe nach oben gezogen und auf die zweite Stufe aufgesetzt. Diese Stufe hat eine Höhe von 8,6 Meter bei einem Durchmesser von 2,6 Meter. 8,2 Tonnen Treibstoff, und zwar dieses Mal Wasserstoff und Sauerstoff, gestatten dem HM7-Motor eine Brennzeit von 570 Sekunden. Der Schub beträgt 60 kN und bringt die Nutzlast in eine Höhe von 200 Kilometer. Zurück zu den Nutzlasten. Wir haben inzwischen in das Gebäude S3 gewechselt. Hier soll die Betankung der Treibstofftanks erfolgen. Bis auf ein Panel wird der Solargenerator nun zum letzten Male geschlossen. Zur Betankung wird Oskar 10 auf einen Spezialtisch montiert, um ihn in eine Schräglage zu kippen. Da die Tankflüssigkeiten sehr toxisch sind, müssen die beiden Tankwarte, Wolfgang Müller von MBB und Dick Daniels, W4PUJ, Spezialschutzanzüge tragen. Nach der erfolgreichen Füllung dient die Dusche nicht zur Abkühlung, sondern es sollen eventuelle Rückstände der Tankflüssigkeiten abgespült werden. Die Kurzwellenstation der AMSAT. Werner Haas, DJ5KQ, hat von dieser Station 1500 Funkverbindungen mit aller Welt hergestellt unter dem Rufzeichen FY0ESE und die Daheimgebliebenen über den Fortgang der Integrationsarbeiten informiert. AMSAT Oskar 10 ist inzwischen integriert und die Tanks sind gefüllt. Letzte Inspektion von Konrad Müller und Gordon Hartmann. Es erfolgt nun die Montage auf dem Sylder-Adapter. System Double Ariane. Der AMSAT-Satellit wird zunächst auf den konischen Adapter des Sylders montiert.
Beide Teile zusammen werden nun im Innern des Sylders befestigt. Anschließend wird der Deckel geschlossen und die zweite Nutzlast ECS1 auf die Spitze montiert. Die beiden Nutzlasten AMSAT und ECS1 werden nun in diesem Spezialbehälter zur fertig montierten Rakete transportiert und auf die Spitze der dritten Stufe aufgesetzt. Die Nutzlastverkleidung dient dazu, die Satelliten während des Fluges in den tieferen Luftschichten zu schützen. Sie wird in etwa 20 Kilometer Höhe abgeworfen. Sie besteht aus einer Aluminiumstruktur mit einer Gesamthöhe von 8,6 Metern. Davon sind die Maße des Nutzraumes 7,6 Meter hoch und 3 Meter im Durchmesser. Der gesamte Nutzraum hat einen Inhalt von 35 Kubikmeter. Letzte Arbeiten am europäischen Kommunikationssatelliten ECS-1. AMSAT Oskar 10 befindet sich im Innern des eiförmigen Sylder-Adapters. Die Nutzlastverkleidung wird nun geschlossen. Wir sind unmittelbar vor dem Start von Ariane L6. Der Startturm ist inzwischen zurückgefahren. Die Rakete steht alleine auf der Startrampe. Es besteht nur eine Verbindung zu den Versorgungsleitungen. Das Startzentrum in Kourou. Ein letzter Blick in die Triebwerke der ersten Stufe. Der Füllstutzen der dritten Stufe wird entfernt. Der Startdirektor beim Countdown. Zündung. Die Triebwerke brennen. Nach Erreichen des erforderlichen Schubs öffnen die Rückhalteklauen und Ariane L6 hebt ab. Styroporplatten, die zur thermischen Isolation der Treibstofftanks am Boden dienen, lösen sich und fallen zu Boden. Die 47 Meter hohe Ariane hat ein Gesamtabfluggewicht von 207 Tonnen. Die gesamte Nutzlast wiegt 2 Tonnen. Sie wird auf eine elliptische Umlaufbahn um die Erde gebracht mit einem Apogeum von 35.000 Kilometern und einem Perigeum von 200 Kilometern. 99% der gesamten Rakete sind Transportmittel, um den Orbit zu erreichen. Wirkungsgrad 1%.
Die Ariane benötigt zur Erreichung der Trennhöhe für die Nutzlasten in 200 Kilometer Höhe eine Flugzeit von 14,15 Minuten. Die Kontrollstation am Boden verfolgt den Flug der Rakete. Die Höhe sowie alle interessierenden Daten werden per Funktelemetrie dem Bodencomputer zugeführt und auf dem Bildschirm dargestellt. Eine weitere Radarkontrollstation mitten im Urwald zwischen Cayenne und Kourou. Auf der Anzeigetafel werden die Trennungen der Nutzlasten angezeigt. Trennung ECS, Trennung Sylda, Trennung AMSAT. AMSAT Oskar 10 fliegt frei im Weltraum. Aus Sicherheitsgründen wird AMSAT Oskar 10 erst nach etwa 3 Stunden die Sendebarke einschalten. Es beginnt eine bange Wartezeit. Da, die ersten Signale sind zu hören. Der Telemetrieempfang zeigt eine falsche Lage des Satelliten an. Außerdem ist der Sonnenwinkel falsch. Der Batteriestrom zu gering. Was ist passiert? Die Überprüfung der Daten ergibt, dass die 3. Raketenstufe nach der Trennung den AMSAT-Satelliten überholt und gerammt hat. Glücklicherweise sind nur einige Antennen verbogen, was keine große Einwirkung auf die Funktion des Satelliten hat. Aufgrund des eingebauten Magnetsystems kann Oskar 10 in die gewünschte Lage gebracht werden und damit die Sonnenzellen die erforderliche Leistung abgeben. Eine Funkverbindung zwischen Deutschland und Caracas, Venezuela, zeigt die Leistungsfähigkeit des AMSAT Oskar 10 Satelliten. Okay, Gerd, Dora Ludwig 3, Zettel in Mexiko, YV5 in Caracas, Venezuela. Hier ist Delta Julius 5, Kilowatt Quebec in Maroboro, Andalan. Mit dem Start des Phase 3B-Satelliten AMSAT Oskar 10 wird nach einer 10-jährigen Entwicklungsarbeit eine neue Ära im Satellitenfunk eingeleitet. Der Satellit ist unter Mitwirkung von Funkamateuren aus aller Welt entstanden und der Bau des AMSAT Oskar 10-Satelliten ist ein einmaliges Beispiel dafür, wie Amateurfunk und Wissenschaft über alle Grenzen hinweg völkerverbindend wirken.